Hallo und ein recht herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Hier ist mal wieder euer Maximus. Ich begrüße euch zu einer weiteren Mod-Vorstellung für den Euro Truck Simulator 2 in der Version 1.32. Und heute haben wir den 3er BMW 320i und das ist der i30. Ja! Ach, ich kenne das noch von früher, wo die ersten Leute mit solchen Karren rumgefahren sind. Ja, 36 MB groß. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir doch mal zum Händler unseres Vertrauens und einfach mal wieder zu DAF und da finden wir ihn. Genau. Wir sehen schon hier, dass der ein Keilfahrwerk hat und BBS-Felgen. Das Licht funktioniert noch nicht ganz so, aber ja, haben wir schon mal gesehen. Also ich glaube, die türkische Fraktion, die ist da ganz, ganz, ganz doll hinterher mit Automods, ne? Ja, vielleicht wissen sie sogar mehr. So, hier in der ersten Position können wir erstmal gar nichts machen. 129 PS. Schreibt mal in die Kommentare, ob der wirklich, ja, 320, ob der 129 PS hatte. Und 6-Gang, ich glaube 6-Gang, das ist, glaube ich, ein Gang zu viel. Vielleicht der Rückwärtsgang dazu? Gut, ab in die Kommentare. So, ja, hier sieht man ja auch 5-Gang, ne? Und ja, das ist der Innenraum. Schön, kultige Uhr und dann noch ein, ja, schönes Radio drin. Und ja, so sah aus, ne? Jo. So, Lackierung können wir natürlich wählen, wie wir möchten. Naja, nehmen wir mal hier einfach mal so ein Grau und dann haben wir die Möglichkeit, ja auch nur eine Möglichkeit, die Felgen noch ein bisschen zu ändern. Ja, das sind jetzt mal ein paar andere, aber da finde ich die BBS-Felgen hübscher. Ja, ist ein bisschen zu krass, oder? Jo, dann können wir hier unseren Namen reinhämmern, wenn wir das wollen, aber ihr seht, das funktioniert nicht ganz so. Da lasst es mal lieber und dann spiegeln geht auch nichts und ja, das ist der Innenraum, da geht dann auch nichts. Ja, muss ja auch nicht. So, ja, dann sind wir bei über 50.000 und dann würde ich mal sagen, lass den Motor mal rühren und mal schauen, ob der richtig abgeht. Ja, beim letzten Mal war der Sound ein bisschen von meiner Stimme zu laut, aber ich hoffe, ich habe das wieder richtig eingestellt. Und jetzt Ohren spitzen! Hinten die Scheiben sind offen. Und die Räder, die eiern aber. Ich muss mal was schauen. Kann das sein, dass ich hier irgendwo bei den Einstellungen einfache Automatik habe ich gemacht, ja. Und da haben die Autos meistens immer ihre Probleme. Beim Schalten. Bei mir momentan. Blinker funktioniert. Vielleicht sollte man auch selber schalten. Ja, wir haben geblinkt. Macht nicht so ein Hackback. Ja, dann würde ich mal von euch in den Kommentaren mal wissen, hey, wenn man Lenkrad angeschlossen hat, dann macht er auf jeden Fall richtige Schalt. Ja, Zeitpunkte, weil sonst macht das hier keinen Sinn. Oder man schaltet halt selber. Also, mit den Worten mache ich einen Fisch. Lasst einen Daumen da. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Bye, bye.